Okay, die Tür ist jetzt endlich offen. Das heißt, wir können jetzt direkt in den Dining Room rüber. Und ich muss erstmal irgendwie. Wie gehe ich denn jetzt am besten? Ich weiß es gar nicht. Ich muss ja jetzt erstmal. Oh Mist. Wie gehe ich? Wie gehe ich? Ich muss noch mal kurz Zeug holen. Die Chemikalie wollte ich holen, genau. Die Chemikalie. Und ich traue mich aber gerade gar nicht in Richtung des Dingens zu gehen, des Krankenzimmers, weil hier oben der eine Spaten rumläuft. Dieser ganz aggressive und fixe Typ. Hört man den eigentlich? Nö. Würde mich nicht wundern, wenn er runtergesprungen kommen würde hier. Würde ich ihm zutrauen. Na gut, egal. Wir gehen erstmal kurz den blauen Edelstein einsetzen und schauen mal, was wir davon kriegen. Und ich hoffe einfach mal, dass das irgendwas Nutzbringendes sein wird. Ich glaube, im Original kriegt man für eine Seite der Statue, wenn man es dreht, kriegt man, glaube ich, ein. Ich bin mir nicht sicher, was ist das, ein Schlüssel oder so? Nee, Schlüssel kann es eigentlich nicht sein. Auf jeden Fall gibt es auf einer Seite, glaube ich, einen Colt. Genau, blaues, gelbes Licht, bla bla. Nee, ich glaube, man kriegt Schrotflintenmunition, kann das sein? Für die Schrot? Schauen wir mal. Genau, Schrotmunition, das ist tatsächlich noch so. Das finde ich gut. Die nehme ich natürlich mit. Ja, damit. Kannst du wieder zumachen. So, müssen wir bloß noch das gelbe Juwel finden, das im Original, glaube ich, rot war. Das finden wir auch noch. Ich glaube, das ist in dem einen Raum über der Krankenstation im Prinzip, wo wir einen Helmschlüssel brauchen. Ich bin mir aber nicht sicher. So, jetzt muss ich noch mal ganz kurz. Bringt mir nichts. Da wollte ich hin. Jetzt muss ich noch mal ganz kurz überlegen, wie gehe ich denn am besten? Wie gehe ich zu der? Warte mal. Komme ich denn hier oben durch? Oder komme ich da durch? Ha! Ja, dann gehe ich auch wieder den Weg zurück. Irgendwie hatte ich das komplett vergessen. Ich bin auch auf den Weg gegangen, glaube ich, als ich hierher gekommen bin, ne? Oh nein, nicht schon wieder so einer. Warte, warte, warte. Oh, sind die nervig. Ah, bleibt der auch liegen? Ich hoffe doch. Bleibst du liegen? Gut. Ja, der blutet, das ist gut. Eieieiei. Boah, sind die kackbratzig. Also, den möchte ich mich nicht mit einer Beretta stellen. Ganz ehrlich, das muss nicht sein. Und ich hoffe, jetzt sind für den Raum erstmal genug Zombies gekommen. Das reicht mir dann doch langsam. Ich glaube, ich habe jetzt schon 4 Zombies in dem Gang erledigt. Aber erstmal können wir uns hier wieder bei entspannender Musik ein bisschen entspannen. Ja, bei entspannender Musik entspannt man sich meistens. So, dann schauen wir mal. Das Symbol brauchen wir noch nicht. Wir wollen die Chemikalie, wollte ich haben. So. Ich nehme mal an, der Zombie drüben, der wird wohl reinschauen durchs Fenster, sobald ich dann die Pflanze getötet habe mit der Chemikalie. Ist er noch da hier? Oh nein, der ist weg. Oh nein. Ich habe davon gehört, aber ich wollte es ja nicht glauben. In dem Teil gibt es, das sind wahrscheinlich die, die so rennen. In dem Teil gibt es kackbratzige Zombies, die allen Ernstes immer wieder aufstehen. Es sei denn, man verbrennt sie oder man zerquetscht ihnen die Rübe. Ich glaube, da werde ich wohl bald mal mein Feuerzeug holen müssen. Denn wir haben ja gelesen, Kopf zerplatzen lassen oder. Der steht immer noch da, oder? Ja. Kopf zerplatzen lassen oder anbrennen, das ist die beste Alternative. Und wir können auch gar nichts mit ihm machen, schade. Ich dachte, vielleicht bemerkt sie ihn wenigstens, aber sie würdigt ihn keines Blickes. Tütö. Gut, jetzt wollen wir uns aber erstmal um unser kleines Pflänzchen kümmern. Dazu benutzen wir mal die Chemikalie. Was haben wir denn da eigentlich? Ein chemisches Mittel zur Vernichtung von Pflanzen. Das ist schön. So, das machen wir mal kurz. Warte mal, ich will das mal kurz groß haben hier. So. Und. Zeig mal, Earthbasher. Guter Name, finde ich schön.
Gefällt mir. Das benutzen wir doch direkt mal. Gleich mit Verpackung, wunderbar. Warum auch erst auspacken? Wir schmeißen gleich die ganze Verpackung rein. So, und jetzt können wir die Pumpe doch direkt nochmal anstellen. Wieder auf Rot, würde ich sagen. Ich glaube, das wird unser Pflänzchen nicht so geil finden. Na, meine Süße, wie sieht's aus? Träum süß. Gut. Finde ich schön. Okay, die wäre schon mal vernichtet. Das heißt, wir können jetzt auch... Ich nehme mal kurz das Grüne mit. Okay, wir haben noch Grün. Okay, ich war mir nicht sicher, wie es mit meinem Leben aussieht. Okay, es sind nur Grüne. Dafür von denen eine ganze, ganze Menge. Was haben wir denn da? Ja. Todesmaske mitnehmen. Oh. Die Todesmaske, das ist ja für diese im Dingens hier, auf dem Friedhof, haben wir noch diese kleinen Gesichter, wo wir die Masken wahrscheinlich anbringen müssen, nehme ich an. Das ist natürlich auch neu, das kenne ich überhaupt nicht, also da weiß ich nicht, was wir dann damit anstellen können, müssen, dürfen. Werden wir aber noch sehen, nehme ich mal an. Also da bin ich auch mal gespannt, was das ergibt. Es war so klar. Oh, von beiden zwei gleich auch noch. Ah, warte. Gehen wir mal so, dass ich die sehe. Oh, 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 oh. Ja, das muss mal kurz sein. Was? Willst du mich verarschen? Ich habe den hinten umgehauen, aber den vorne nicht. Wie geht das denn? Ich kombiniere mal kurz. Wechsel dann wieder auf die. Okay, der wäre platt. Und das war's auch für den. Gut. Da haben wir hier zumindest schon mal Ruhe, denn wir gehen ja garantiert nochmal durch, wenn wir uns die Pflanzen holen. Ich glaube, ich nehme mir auch direkt noch eine mit. Ich wusste nicht, dass in beiden Fenstern hier welche stehen. So, war aber jetzt nicht wirklich überraschend, dass die jetzt reinkommen, wo wir die Pflanzen platt gemacht haben. Das hätte man sich schon denken können. So, nochmal kurz hier eins davon eingesackt. Jo, immer her damit, mit dem Kraut. So. Ich finde das immer noch super, dass sie das Unkrautvernichtungsmittel gleich mit Sack reingeschmissen hat. Okay. Dann begeben wir uns mal nach drüben und ich hoffe, jetzt kommt nicht wieder der kleine Spaten angerannt hier. Dieser aggressive. Den brauche ich jetzt nicht. Zumindest höre ich nichts. Nee, ich glaube, jetzt kommt er nicht. Gut. Kann sein, dass das derselbe ist, der vorher noch im Esszimmer war, dass der immer mal hin und her wandert. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Auf jeden Fall schmeißen wir jetzt erstmal ein bisschen Kraut hier rein, damit wir mal wieder was auf Vorrat haben. Und dann gehen wir mal die Todesmaske um die Ecke bringen. Und schauen mal im Ostflügel, was wir da noch so öffnen können. Denn da gab es auch noch die Rüstkammer, das weiß ich noch. Die müssen wir uns noch anschauen. Wieder falsch gedrückt. Und ansonsten haben wir hier jetzt erstmal eigentlich nichts weiter, ne? Was bedeutet denn eigentlich rot und was bedeutet denn, verbleibend? Wahrscheinlich ist dort noch irgendwas zu machen in den Räumen, ne? Ja gut, der eine nebenan, der wird immer rot bleiben, weil dort die alte Schrotflinte rumliegt. Das ist klar. Da wird sich nichts dran ändern. Was haben wir noch? Hinten in der Kammer, da scheint noch irgendwas zu sein. Ich meine, da sind noch Kräuter, aber ansonsten, was ist denn dort noch? Weiß ich nicht. Unten haben wir noch das Klavier, der Dining Room ist auch noch rot markiert, weiß ich nicht. Gut, ansonsten können wir eigentlich Richtung Ostflügel gehen. Ja, ich glaube, hier im Westen haben wir jetzt erstmal nichts mehr zu erledigen. So, können wir denn hier oben lang gehen, ohne behelligt zu werden von irgendjemandem? Das war Helm. Ja. Und ich glaube, da ist der zweite Edelstein drin. So, sag mir bitte, dass der Typ nicht wieder hier ist. Und wenn doch, sag mir bitte, von wo er kommt. Ah! Ah! Was? Oh! Hat er gerade den platt gemacht? Hat er gerade seinen anderen Mit-Zombie getötet? Finde ich lustig. Finde ich gut. Ich meine, der Typ ist kackbratzig und unglaublich. Ah, das sind verschiedene. Ich weiß es nicht. Ich dachte, das wäre der gleiche. Oh nein. Ach, shit. Na gut, okay.
Ist hier auch jemand? Es klang gerade so, als hätte jemand geatmet. Wieder falsch gedrückt. Ich wollte mal ganz kurz schauen. Doch, die Tür ganz links haben wir ja jetzt auch aufgemacht, ne? Ich muss mal kurz... wo sind wir denn? Ich muss mal kurz den Überblick bewahren hier auf der Karte. Wie bin ich denn gerade gelaufen? Ach, dadurch. Ich glaube, ich bin gerade völlig unnötig gelaufen. Kann das sein? Na gut, egal. Egal, egal. Wir bringen die Todesmaske um die Ecke. Und vermerken, es gibt äußerst kackbratzige Zombies jetzt im Westflügel. Ach je, das kann ja was werden. So, da gucke ich mal kurz, wie spät es ist. Ich hoffe mal, kommt jetzt in der Zwischenzeit niemand an. Okay. Nur damit ich ungefähr weiß, wie lange ich schon hier am Aufnehmen bin. Ich muss dann nämlich noch einkaufen gehen. Und es ist schon Abend. Es ist schon um 7 am Abend. Ist natürlich super, davor noch zu Let's Playen. Aber ich dachte mir, jetzt eine Runde Resident Evil, warum nicht? Okay. Hier unten habe ich immer das Gefühl, dass ich eingeschlossen werde. Dieses blöde Zahnrad klingt jedes Mal so für mich. Gut, wir schauen uns mal kurz die Maske an. Eine Todesmaske ohne Augen. Ich dachte mir irgendwie schon, ohne Augen. So, wo ist denn der ohne Augen? Das müsste der hier vorne sein, oder? Genau. Einmal verwenden. Zack, rein damit. Oh. Will ich das wirklich? Ich bin mir absolut nicht sicher, ob ich das wirklich, wirklich will. Naja, auf jeden Fall ist eine Kette gelöst an dem Sarg. Und mein Behagen wächst nicht unbedingt in diesem Raum. Schleichen wir uns mal wieder. Aber ich nehme mal an, wir müssen es wollen, weil wahrscheinlich wieder irgendein Schlüssel oder irgendwas, was wir zum Weiterkommen brauchen, genau dort drin sein wird. Wie es eben immer so ist. Die größten Arschlöcher bewahren immer die wichtigsten Sachen. Kann man nichts machen. Ist halt so. First rule of life. Gut, jetzt will ich nochmal ganz kurz unten schauen. Denn ich glaube, wir hatten hier noch eine Tür, die wir nicht geöffnet haben. Ne? Ich weiß aber nicht, welcher Schlüssel das war. Ah, natürlich war es der Helmschlüssel. Was sonst? Okay, dann gehen wir oben durch wieder und nähern uns mal dem Ostflügel von dort aus. Ich muss sagen, wir haben Barry schon lange nicht mehr gesehen. Moment, sollte ich erstmal die andere Tür ausprobieren? Nochmal kurz schauen. Ich glaube, das könnte ich tun. Ich gehe mal kurz rüber. Vielleicht ist dort auch Helmsymbol, ich weiß es nicht mehr, ganz ehrlich. Aber zumindest probiert haben sonst was. Und das machen wir gleich als erstes. Weil wenn wir jetzt schon mal hier in der Ecke sind. Sie haben den Rüstungsschlüssel verwendet. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Damit kommen wir jetzt in so gut wie jede Ecke schon mal vom Anwesen. Ich meine, einzelne Zimmer sind natürlich noch zu. Aber zumindest die Gänge sind offen. Oh, ich glaube, ich weiß, was das für ein Raum ist. Motten? Ich glaube, ich verbinde das mit anderen fliegenden Wesen. Schauen wir mal. Auf jeden Fall gibt es hier schon mal ein Magazin. Dankend nehme ich das an. Schauen wir mal. Liegt denn hier zufälligerweise jemand rum? Ich traue der Sache hier nicht. Hier könnte auch jederzeit ein Hundi angesprungen kommen. Eine Blattpflanze. Jemand hat die Bank als Ablage verwendet. Ah ja. Forest. Forrest hat ins Gras gebissen. Er scheint schon eine Weile tot zu sein. Ja, Forrest ist einer vom Bravo-Team. Wir haben noch genug Platz für die Waffe. Granatwerfer! Ich glaube, der ist im Original aber nicht an der Stelle, oder? Ich glaube, da findet man irgendwas weniger Heftiges. Ich glaube, da findet man auch gar keine Waffe. Gut, also Forrest hat es auch erwischt. Mit Granatwerfer in der Hand ist er trotzdem hier draußen gestorben. Das bedeutet nichts Gutes. Hier hinten gibt's Pflanzen. Okay, ich habe noch Platz. Ansonsten ist da auch keine Tür mehr oder irgendwas. Das heißt, das ist wirklich nur dafür. Weiß nicht, ob ich den Pflanzen mit einstecken soll. Ich lass die mal. Ich lass die mal. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass kein Hund angesprungen kommt, wenn ich hier wieder weggehe. Wenn doch, wäre es natürlich scheiße. Weil das bedeuten würde, dass ich mich, um an die Pflanzen zu kommen,
durch Hundefleisch kämpfen müsste. Aber es kommt nichts. Das ist gut. So, warte hier die Tür. Hier ist die Tür. Okay. Das ist geringfügig anders aufgebaut als im Original, muss ich sagen. Geh mal hier durch. Danke. Ich habe das eigentlich schon vermisst. Ich glaube, im Original kommt man da, ohne irgendeinen Schlüssel benutzen zu brauchen, hin. So, ich muss mir das nochmal kurz anschauen. Ja, okay. Gut, mehr ist dort ja auch nicht. Neue Waffe, Granatwerfer. Sehr schön. Brauchen wir bloß noch ein bisschen Muni für. Wir können den uns ja mal anschauen. Ein Granatwerfer mit 6 Schuss. Einmal in die Röhre schauen. Geht das? Können wir vielleicht in die Röhre schauen? Nicht so? Ja, doch so ein bisschen. Aber nicht wirklich. Egal. Die Granaten sind bereits geladen. Nein, tatsächlich. Okay, wir haben jetzt also 3 Waffen. So langsam müssen wir mal schauen, dass wir hier... Weiß ich nicht. Wir müssen dann langsam gucken, welche Waffen wir mitnehmen und welche wir da lassen. Den Granatwerfer brauchen wir jetzt eigentlich noch nicht. Würde ich denken. Zumindest glaube ich, dass wir so schnell jetzt noch keinem Endgegner begegnen. Oder Zwischengegner. Von daher würde ich eigentlich denken, dass wir den Granatwerfer noch nicht brauchen. Aber wer weiß. Mal schauen, was es hier gibt. Ich glaube, das müsste eine Galerie sein, oder? Wenn es noch annähernd so ist wie im Original. Müsste hier die Bildergalerie sein? Oh, Richard! What happened? You're wounded! This whole place is a killing zone. There are monsters. What did this to you? A big snake. Nein. And it had to be poisonous. Poisonous? Richard, hold on. Bring me serum. I saw some, but didn't bring any. I'll go and get it, okay? You're gonna make it. Thanks. Hier ist Richard drin. Nein. Okay, wir gehen ganz schnell das Serum holen. Wir wissen ja, wo es ist, in der medizinischen Abteilung. Ja, ich weiß. Genau da müssen wir hin. So schnell wie möglich. Ich weiß nicht, ob das irgendwie von Bedeutung ist, wie schnell wir jetzt sind. Aber wir beeilen uns natürlich, auch wenn wir jetzt noch einen Raum haben, den wir mit dem Rüstungsschlüssel untersuchen könnten. Wir gehen trotzdem erstmal das Serum holen. So, ich hoffe mal, dass jetzt keine neuen Gegner gespawnt wurden, denn wir haben einen Weg, der theoretischerweise ohne Gegner sein sollte. Jills Schritte, die verwirren mich total. Ich denke jedes Mal, das sind Gegnerschritte. Okay, dann gehen wir mal ganz kurz hier unten durch. Wir haben jetzt zum Glück den Weg frei gemacht. Den Weg oben lang kann ja keiner mehr gehen. Da ist ja jetzt dieser Kackbratzen-Zombie. Okay, schnell hier durch. Und dann gehen wir hier unten durch die Tür, die wir jetzt zu der anderen Seite aufgemacht haben. Eieiei, kommt das jetzt schon mit der Schlange? Ich hatte gehofft, dass das noch ein bisschen dauert. Diese Schlange ist schrecklich, sage ich euch, Leute. Die werden wir noch sehen. Und die werden wir noch bekämpfen müssen, leider. Ich meine, damit verrate ich kein großes Geheimnis, aber das ist trotzdem nicht geil. Okay, ist ja noch jemand dazugekommen? Nein, sehr schön. Gehen wir mal hier rum. Schnell das Serum geholt und ich speichere bei der Gelegenheit auch mal, weil wir doch schon jetzt wieder einiges gemacht haben und vielleicht mal kurz die Speicherung tätigen sollten. Ich nehme aber erstmal das Serum an mich. So. So ein Glück, dass die gerade auch für genau diese Schlange das Serum hier dabei haben. Ich weiß nicht, ob wir jetzt direkt gegen die Schlange kämpfen. Das ist halt das Problem. Ich pack das Ding erstmal weg. Ich meine, ist letztendlich mein eigenes Risiko, jetzt die Waffe wegzupacken, falls wir gegen die Schlange kämpfen. Aber zur Not mache ich dann hier mal die Aufnahme aus und gehe dann nochmal die Waffe holen. Das wäre auch eine Idee. Jetzt erstmal Serum hier reingepackt. Und den Granatwerfer weg. Und wir stecken mal das Farbband ein, um mal kurz speichern zu können. Nein, nicht das Bett, das interessiert mich gar nicht. Einmal speichern. Jawohl. Farbband verwenden. Und dann überspeichern wir mal den ersten hier. Schon die 6. Speicherung, meine Güte. Ich gehe aber auch ja, sehr liberal mit den Speicherungen um. Ne? Also, ich spare nicht daran. Sag mal so. So, schnell hier nach nebenan.
Wenn ich gegen die Schlange kämpfe, dann werde ich vorher nochmal schauen, dass ich irgendwo noch ein bisschen rotes Kraut vielleicht finde. Auf jeden Fall sollte ich dann meine Heilmöglichkeiten nochmal ein bisschen überdenken. Ja, momentan würde ich sowieso noch nicht weit kommen, weil wir einfach keine großartigen Waffen dabei haben. Wir haben die Schrotflinte dabei, gut, aber den Granatwerfer könnte man schon gebrauchen gegen die Schlange.